Und herzlich willkommen zurück zu Outlast Whistleblower. Beim letzten Mal, jetzt haben wir, das war der erste Part, haben wir ja alles angefangen. Wir haben gearbeitet am morphogenetischen Antrieb. Wir waren Software-Programmierer bei Murkoff. Gerade Praktikant, also wir sind, glaube ich, seit 2 Wochen da. Und ja, dann ist was schiefgelaufen. Wir sind. Man hat uns entdeckt. So war das. Man hat uns entdeckt. Da wurden wir vor RTL gesetzt. Haben ganz viele lustige Bildchen zu sehen gekriegt. Wir wissen nicht, wie lange wir da drin waren. Aber jetzt ist ja alles im Arsch. Aber offensichtlich ist da Worldwide ausgebrochen. Wir machen uns auf unseren Weg. Alter, brüchig mal. Wir machen uns auf unseren Weg zum Funkgerät. Das ist nämlich der Plan. Hier. Heißt das Geflacker was? Ich will da nur ungern runter. Fuck. Ich mag nur ungern mit dem hier drin sein. Aus dem einfachen Grund, weil es schon seinen Grund hat, warum er sich hier eingesperrt hat. Nö! Was? Ist was? Geh weg! Ist auch der gewesen, ne? Bäh. Ist ja gut. Ich mach ja schon zu. Ich mag es nicht hier drin. Von diese komischen hochtönigen Gesänge im Hintergrund. Jetzt haben wir es lang geflabbert. Jetzt haben wir noch eine Notiz. Bestimmt. Ein Funkgerät im Gefängnis. Ach, was zu lesen. Schön. Es gibt ein Funkgerät im Gefängnis. Kurzwelle. Sollte es Saft haben, dann bringe ich es zum Laufen. Dann wird es für mich arbeiten. Es gibt Hoffnung, Lisa. Ich komme zu dir nach Hause. Mein Fehler lag in der Subtilität, wie du schon immer gesagt hast. Ich dachte, wenn ich ein paar Informationen an Journalisten durchsickern lasse, dann wäre ich sicher. Ich wollte nicht im Mittelpunkt stehen, die ganze Aufmerksamkeit haben. Murkoff ist gefährlich, das weiß ich. Ich dachte, ich versuche es mit Subtilität, um deines Willens, Lisa. Und für die Jungs. Aber ich hätte Murkoff bloßstellen sollen, zeigen sollen, was sie der Welt antun. Ich hätte es jedem und allen zuschreien sollen. Ich kann nicht sterben. Oh, doch, das kannst du. Nicht, bevor ich das Funkgerät erreiche. Sie können es jetzt nicht mehr vertuschen. Es ist zu kaputt. Zu gefährlich. Gut. Da ist Blut. Ups. Da ist die Tür zu. Die Tür da auf. Mist. Da sind wir einmal rumgelaufen. Okay. Da ist auch zu. Mit einer richtig schön Dreck gemacht. Uah, Alter. Nö. Toter Wachmann. Noch ein toter Wachmann. Da war einer sehr fleißig. Gut. Help me, please. I'm a doctor. I need to get hold of my. You're not security. I was. I'm a patient like you. Stole these clothes from a dead body I found.
Du bist ein Doktor. Ja, du hat das jetzt nur gesagt, weil er gesehen hat, dass wir wie ein Patient aussehen. Wir haben uns natürlich in Patientenklamotten gestellt. Ich mach mal auf. Mal gucken. Ich sehe gerade einen Typen, der einen anderen Typen gegen die Wand manscht. Mehr sehe ich nicht. Jetzt kommen wir da durch. Wie erfreulich. Und wir haben uns wieder was ausgeschrieben. Die Ärzte sind krank. Ich habe noch nie einen Mann sterben sehen. Habe noch nie einen toten Körper außerhalb eines Sarges gesehen. Dutzende heute. Ermordet oder schlimmer. Ich habe einen Mann in die Augen geschaut, als ein anderer ihn in Stücke riss. Behauptete, er sei ein Arzt. Doch dann sah er die Fetzen, die mich gesteckt haben, und änderte seine Geschichte, sagte, er sei ein Patient. Er hätte entweder oder sein können. Sie sind alle verrückt. Alle krank. Es gibt keine richtigen Unterschiede zwischen ihnen mehr. Die Therapie breitet sich aus. Und was bin ich? Ich sah dem Mann meinem Sterben zu und dachte, ich bin es nicht. Gott sei Dank. Ich weiß, ich sterbe irgendwann. Ich will nicht ermordet werden. Nö, ermordet werden ist auch eher nicht so auf dem Plan. Hallo? Hallo? Och nö! Fuck. Boah, jetzt hab ich mich vor der scheiß Dusche erschrocken. Will ich da lang? Dann geh ich da lang. Ich geh mal da lang, wo Exit steht. In der Hoffnung, dass ich hier vielleicht noch irgendwas Nützliches finde. Wie zum Beispiel eine weitere Batterie. Also, ich muss jetzt sagen, dieses Spiel ist jetzt komplett blind. Ich habe das Let's Play, was ich mir angeschaut habe, mal dazu, das ist mir vollkommen entfallen jetzt. Das ist ein Dokument. Ach. So, was haben wir denn Lustiges? Nein. Ja. Von jblair@murkoff, us.com, anhgrant@murkoff.com, us.com. Rücktritt aufgrund mentaler Gesundheit. Miss Grant, es ist möglich, dass in den nächsten Wochen von einer Miss Lisa Park aus Leadville, Colorado. Also, dass sie in den nächsten Wochen von einer Miss Lisa Park aus Leadville, Colorado kontaktiert werden, welche um einige Informationen über den Rücktritt und die Einweisung ihres Ehemanns Waylon bitten wird. In diesem Fall leiten sie diese Bitte an mich persönlich weiter. Mr. Park, vorheriger Beratervertrag 8202, trat aufgrund einer bisher nicht diagnostizierten psychischen Erkrankung zurück. Ich habe Mrs. Lisa Park und ihre Söhne persönlich besucht und habe ihnen diese Information mitgeteilt. Natürlich mit dem Hoffnungsschimmer, dass Murkoff Psychiatrie großzügigerweise die Behandlung übernimmt. Miss Park hatte einige weniger freundliche Worte über mich und über die Murkoff Corporation zu sagen und ich versicherte ihr, dass sie mit einer Handlungsvollmacht die Diagnose des Arztes, die Krankheit ihres Mannes betreffend, anfechten könnte. Würde dann allerdings aufgedeckt, dass er unter Verspätung falscher Tatsachen zurückgetreten sei, dann würde die Krankenversicherung aufgehoben und die Familie müsste sich mit einer nicht zu verachtenden Summe Schulden auseinandersetzen. Ich hoffe, sie hat verstanden. Sollte sie allerdings darauf bestehen, zu einer Plage zu werden, oder sollte sie versuchen, mich zu umgehen, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich möchte mich um diesen Fall persönlich kümmern. Mit freundlichen Grüßen, Jeremy Blair. Ich glaube, das ist der Typ gewesen, der uns quasi da reingesteckt hat. Die Sau. Hier noch irgendwas? Ich sammle ja gern alles ein. Ich bin ja immer gerne gut ausgerüstet. Das kennt man ja von mir. Aber ich glaube, hier gibt es tatsächlich nichts mehr zu holen. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Kann ich auch gar nicht dazu.
Toll. Kann ich denn hier durch? Auch nicht. Hä? Ist auch zu? Also, unsere Frau im Spiel, Lisa Park, hat sich über uns erkundigt, weil sie wohl Bescheid gekriegt hat, dass wir... Ist das ein Fehler? Da will ich nicht lang. Okay. Oder? Will ich da? Da kann ich gar nicht lang. Ich kann jetzt gerade gucken, ohne nachzuladen. Oh, nee, kann ich doch nicht. Gut, was haben wir denn hier? Komme ich hier irgendwie vorbei? Bin gerade etwas überfragt. Geht's denn sonst noch irgendwo lang? Dahinter wird gerade gestorben, okay. Wie komme ich raus? Müssen wir irgendwo oben rüber? Hier sind auch keinerlei Türen, richtig? Nee. Aber schöne Sprunggeräusche macht der Mann. Aber wir können hier... Hier rüber können wir. Das ist natürlich auch super sicher, ne? So, aber eigentlich will ich da ja gar nicht runter. Naja. Man wird hier ja wohl eher doch nicht vor die Wahl gestellt. So wie viele andere auch. Irgendwas von Nutzen. Hier können wir uns verstecken. Ich hoffe jedoch, dass das nicht nötig sein wird. Oh Mann. Ist alles zu. Keine Batterien, nichts, gar nichts, nein. Keine Infos. Nase kratzen. Gründlich. Na gut. Hier noch irgendwo. Alter, meine Nase, die juckt jetzt, die kitzelt. Immer bei solchen Spielen. Alter. Schlimm. Ein Kohleautomat. Gut, dann gehen wir halt hier durch. Eine Batterie, ich wusste es doch. Sehr schön. Hm? Alter, boah, Alter, der kocht. Da kocht einer. Doch, kocht einer Menschen. Alter. Achso, da will ich ja nicht rangehen, mal zurück. Alter. Der isst den auf. Normalerweise soll doch an der Stelle irgendwas sagen. In der Kannibalenküche. Bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen. Was? Achso, bitte nicht darum, meinen Leichnam zu sehen, Lisa. Wenn ich sterbe, wenn du mit den Klagen durch bist und dieses Material aus den Händen von Murkoffs Anwaltsarmee und ungeheuren Auftragsmördern loseisen kannst, dann lasse ich dir nicht meinen Körper zeigen.
Beerdige ihn oder verbrenne ihn. Lass meine Söhne sich an mich als Ganzes erinnern. Der Mann isst Menschenfleisch. Er sieht mich an und ich sehe Wut. Ein wenig Verlangen, aber mehr als alles andere Hunger. Lass sie dir nicht meinen Körper zeigen. Du bist ein komischer Typ, mein Freund. Der hätte ein bisschen eher rumkommen müssen, dann hätte er noch irgendwas gesagt. Gibt's da... Ich würde ja gerne... Naja. Ja, Liebe geht durch den Magen. Okay. Aber hier kommt man nicht raus. Ja, du bist, ne? Ich will nicht an den Typen da vorbei, Mann. Da ist eine Wand. Hier ist nichts. Was? Ist eine hochgeklettert? Womit? Wir können da rüber klettern, aber... Jetzt müssen wir irgendwo Handschlüssel finden, das ist ja... Großartig. Da kommen wir natürlich nicht durch. Hi. Ja, nee, aber nicht mich bitte. Da kommt er. Geh mal weg, bitte. Ich lauf mal weg. Ich bin echt so sauber an dem vorbeigekommen. Krass. Klatsch zu, die Scheiße. Interessiert keinen. Nö! Fuck, wo soll ich denn hin? Hab ich ja
keinen Plan, wo ich lang soll. Verdammt. Fuck. Oh Gott, da kommt er wieder. Da kommt er wieder. Nee, nee, nee. Der war doch gerade da hinten. Ich gehe doch jetzt nicht da hin, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns um im nächsten Band um den netten Herrn. Der ist mir etwas suspekt. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.